Big Video. Illusion Softworks. Setz dich. Mach's dir bequem. Was kann ich für dich tun? Ein neues Let's Play verlangst du von mir? Was bekomme ich von dir? Du kommst in mein Haus, sagst noch nicht mal guten Tag und verlangst dann ein neues Let's Play von mir. Daumen hoch, positive Kommentare und sogar ein Abo. Klingt nach einem fairen Deal. Und damit herzlich willkommen zu Mafia, meinem neuen Let's Play. Ja, Mafia. Ich habe mich für dieses Spiel entschieden. Es hat einen kleinen, ein kleines Ankündigungsvideo hat es ja bereits gegeben. Die einen oder anderen haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe mich für Mafia entschieden. Warum? Weil es einfach ein geiles Spiel ist. Es ist das Spiel des Jahres. Jetzt kommt's. Haltet euch fest. Es war von dem Jahr 2002, also beziehungsweise zwei hochkarätige PC-Spielezeitschriften haben dieses Spiel 2002 zum besten Spiel des Jahres gekürt. Und es ist meiner Meinung nach immer noch ein gutes Spiel, also wenn man sowas mal zocken möchte, ist man hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die Grafik ist natürlich ein bisschen altbacken mittlerweile, was heißt altbacken? Für damalige Verhältnisse muss man denken, das ist ja mittlerweile 11 Jahre, rechne. Ja, 11 Jahre ist schon mittlerweile schon her, da war die natürlich top. Heute hat man vielleicht ein müdes Gähnen für übrig, aber wenn so Spiele wie Minecraft auch noch top mit dabei sind, ganz weit vorne, dann dürfte dieses Spiel euch aber ebenfalls auch noch gefallen. So, das Spiel ist von Illusion Softworks, wie ihr schon gesehen habt. Publisher aber Gathering of Developers, und es waren tschechische Entwickler, die dieses Spiel produziert haben. Tschechische Entwickler, die italienische Mafia, die in den USA spielt und von einem deutschen Let's Play wird. Also, dass nicht mal Globalisierung ist, dann weiß ich auch nicht. Dieses Spiel kam am 6. September 2002 heraus und war erhältlich für PC, PlayStation 2, ja, richtig gehört, PlayStation 2 und die Xbox. Es ist leider ein Einzelspieler, das heißt, man kann dieses Spiel nicht im Multiplayer machen. Gut, ich habe hier verschiedene Führungen, kann ich auch mal ein bisschen schwenken. Kannst du mal das ganze Büro mal angucken hier. Also, da, man sieht schon, in welchem Bereich es geht. Also, es wird auf jeden Fall lustig werden. Also, ich verspreche viel und halte auch diesmal viel, denn es wird auf jeden Fall, kann man sagen, ja, Drogen, Alkohol, Zigarren, Schießereien, Prostitution, Autorennsport, alles hat dieses Spiel. So. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Achtung, es geht los. Der Ladebildschirm, Prolog. Gathering of Developers presents. Ich bin so aufgeregt. A game by Illusion Softworks. Habe ich doch schon erwähnt. Now we that are strong out to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Mike Sovino. Mafia.
atemberaubende Kamerafahrt hier durch Lost Haven, dem Schauplatz von Mafia. Hier spielt das Ganze. Eine schöne Brücke, die mir sehr bekannt vorkommt, auf jeden Fall. Ich glaube, hier wurden einige Städte miteinander kombiniert, um eine komplette schöne Stadt zu kreieren. Die Bahn, das kommt mir auch bekannt vor, wenn sie über dem Kopf hängen würde, wäre es eine Schwebebahn und dann wüsste ich, welche Stadt es ist. Auf jeden Fall spielt es in Lost Haven in den 30er Jahren. Also nicht wundern, es ist jetzt nicht irgendwas kaputt, das ist alles bewusst auf alte Klamotten und so weiter und so fort. Und da ist unser Hauptakteur. Der betritt die Bahnhofstation. Wer ist das, fragt ihr euch? Na, ich werde nichts verraten. Das kommt alles. Aber schön gemacht, wie diese Stadt. Wie gesagt, alte Grafik okay, aber es sieht auf jeden Fall stimmungsvoll aus. Na, kommt er. Gut tut gut, auf jeden Fall. Und er betritt ein Restaurant. Und jetzt bin ich mal ganz leise und lausche gebannt. Detective Norman, darf ich mich setzen? Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine. Was kann ich Ihnen bringen, Sir? Nur einen Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Gut für Sie und Ihre Vorgesetzten und gut für mich. Es geht um eine Art Tausch. Tausch? Nun, ich bekleide eine Führungsposition in einer nicht ganz legalen Organisation. Es ist eine dieser Organisationen, von denen Leute wie Sie gerne mehr wissen möchten. Und andererseits möchte ich aus bestimmten Gründen nicht... Hier, Ihr Kaffee, Sir. Danke. Ich möchte mich aus bestimmten persönlichen Gründen von dieser Organisation distanzieren. Es ist nicht leicht, aus dem Geschäft auszusteigen. Sie wissen, was ich meine. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Sie haben eine Kugel im Kopf, wenn Sie nicht schnell verschwinden. Stimmt's? Das ist nicht der einzige Grund. Haben Sie Kinder, Detective? Ich habe Frau und Tochter. Und ich will nicht, dass Sie wegen mir Probleme kriegen. Und ich kann nicht jedem gewöhnlichen Kriminellen Schutz bieten. An Ihre Familie hätten Sie früher denken sollen, ich... Ja, sicher. Hören Sie, ich will nichts geschenkt. Also, hier ist mein Vorschlag. Sagt Ihnen vielleicht der Name Salieri etwas? Salieri? Natürlich tut er das. Bringt Sie etwas mit ihm in Verbindung? Kann man so sagen. Ich habe mehrere Jahre für ihn gearbeitet. Jetzt will er mich ausschalten. Wenn Sie mich und meine Familie schützen, sag ich Ihnen alles. Namen, Daten, Fakten, alles. Genug, um ihm lebenslänglich zu geben. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Wenn ich damit zum Chief gehe, muss ich alles wissen, was Sie wissen. Ich muss sicher sein, dass Sie vor Gericht aussagen. Klar, wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Und alle Dinger, die wir über die Jahre gedreht haben. Gut, ich habe Zeit. Ich bin ganz Ohr. Und wir haben auch Zeit. Ein Angebot, das man nicht ablegen kann. Herbst 1930. Ich bin mal gespannt. Er will aussteigen, wir haben doch gerade erst angefangen. Merkwürdig. Und wer sind diese beiden? Ich war mal Taxifahrer. Ich mochte den Job, auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Es war keine gute Zeit und anderen ging es schlechter als mir. Durch das Taxifahren geriet ich überhaupt erst an Salieris Leute.
Eines Tages hatte ich Pause und ruhte mich gerade aus. Da hörte ich einen gewaltigen Knall. Sam, mich hat's erwischt! Verdammt! Reiß dich zusammen. Da ist dein Taxi. Wir schaffen das. Mir war klar, dass sich diese Typen aus dem Staub machen mussten. Also verhielt ich mich kooperativ. Schon um kein Loch in den Kopf geschossen zu kriegen. Fahr los. Komm schon. Wohin? Egal wohin. Schnell. Und zwar richtig schnell. Schneller als Sam hier war. Ich bin schneller gefahren als je in meinem Leben. Mir war egal wohin, solange wir Abstand zu den Herren gewannen, die hinter uns her waren. Jetzt pass gut auf! Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es aus mit uns. Und damit meine ich auch dich. Also geht da, Junge! Es geht los, wir müssen fahren. Ich weiß nur nicht wohin. Kannst du nicht schneller fahren? Wow! Nein, alter Schwede! Es geht schon gut los. Zurück, zurück, zurück. Mach's fertig, Sam! Die sind direkt im Geschehen. Alter Schwede, das darf keinem was passieren, okay. Idiot, fahr! Mein Taxi! So, wir fahren schnell. Ich weiß nur nicht, wohin wir müssen. Stirb! Ich will nicht sterben! So, einfach mal ab. Die Straße entlang. Nein, lauf weg! Fahr weg. Alter Schwede. Haben wir sie abgehängt? Hau ab! Nein! Also das Auto fährt sich... Ja, ist gut. Das Auto fährt sich sehr ruckelig, muss ich sagen. Es ist ein alter Yellow Cab, muss ich fast schon sagen. Also, ja, Auto der 30er waren damals nicht so wendig, wie sie heute Gib sind. Gas, und sind wir dran? Ich möchte da jetzt auch nichts. Gib Gas, wenn du deinen Arsch retten willst. Schön reden. Oh Gott. Alter, nein. Es geht schon gut los. Was nun? Was machen wir nun? Oh, oh. Das geht ja schon gut los. Heide Witzka, wir machen direkt mal einen neuen Versuch. Also. Ich bin der Herbst 1930. Ich würde sagen, das ist ein klassischer Fehlstart. Das hat mir ja schon gesehen. Das ist ja. Upsa. Entschuldigung. Seefahrer. Ich mochte den Job. Ich das gerne auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Hallo? Achso. Wir schütteln sie einfach ab. Jetzt easy, jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Ich war ein wenig perplex, als es hier losging. So. Die Typen sind anhänglich für die Klippen. Ich will nicht sterben. Ich würde vorschlagen, wir fahren hier lang. Ich weiß nicht, aber die Karre ist verdammt schnell. Die Karre ist verdammt schnell? Ich glaube, du hast ein anderes Empfinden als ich, mein Freund. Wir scheißen jetzt gerade mal wenig auf Geschwindigkeitsbegrenzung, weil mir mein Hintern etwas wichtiger ist, als einen Strafzettel zu kassieren. Wir fahren ein paar Mal im Kreis, dann verwirren wir sie erstmal. Genau, wir fahren hier und dann fahren wir rechts runter, da ist eine lange Straße und ich glaube, dann könnten wir sie eher abschütteln. Alter Schwede, los! Oh, willst du, dass ich draufgehe? Ja, ja. Hör auf zu meckern, versuch uns gerade zu befreien. Mal gucken, was hinten ist. Ich sehe sie nicht mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oh, danke, ich brauche Snickers. Entschuldigung, es gibt natürlich auch andere Schokoriegel. Oh, man sieht, sie sind alle nicht so schnell, die Fahrzeuge. Und vor allen Dingen sind sie auch nicht so... Willst du dir das Fell durchlöchern lassen, Mann? Oh Gott! Sind sie noch da? Kannst du nicht schneller fahren? Ach, Tatsache. Oh Gott. Sie sind echt noch hinter uns her. Nein! Du, ich will draufgehen? Ich tue, was ich schneller fahren. So, dann fahren wir halt entgegengesetzt. Oh. Verdammte Hacke. Ja, mir schmeckt dir schnell, das. Schnell, schnell. Deine ist schon. Oh, oh, oh. Anna hat nur noch 26 Leben. Ich fahr mal über Rot. Idiot, sehr schön. Das war gut. Dass wir dem einen kollidiert, ist natürlich. Gib das, Mann! Alter! Mein armes Auto. Nein, nein, ich will nicht sterben. Oh, 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 er ist tot. Nein, 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 das läuft echt nicht gut. Es tut mir leid, wir müssen das Ganze nochmal machen. Jetzt aber wirklich. Herbst 1930. Jetzt pass gut auf! Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Ich fahr mal gerade. Genau, ich fahr gerade aus. Alter, gib doch mal Gas. Sehr schön. Halt uns die mal vom Hals. So, jetzt fahren wir rechts rum. So.
Schneller! Und ich dachte, ich hätte sie schon längst abgeschüttelt. Drück drauf, wir sind immer noch da. Naja. Indem er mich nervös macht, hilft das hier gar nichts. Ihr könnt doch beide aussteigen. Ich bin nur in etwas reingerutscht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ist natürlich auch nicht so clever, den Berg hoch zu entkommen zu wollen, aber wir fahren erstmal nach Downtown. Ja, ja, ja. Drück drauf, wir sind immer noch da. Idiot, fahr! So. Idiot, fahr! Alter. Die sind immer noch hinter uns. Nein! Rückwärts. Schneller! Schnell weg, schnell weg. Ich glaube, wir müssen uns immer links halten. Wir versuchen immer links uns zu kollidieren. Ich bringe dich um! So. Ich weiß noch gar nicht, wohin ich genau fahren muss. Ich blas dir das Hirn weg! Da sehen Sie sich schon wieder. Versuch's zur Abwechslung mal mit dem Lenkrad. Oh. Gib Gas und sich dran! Nein, Sam ist tot. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich mach das jetzt so lange, bis ich es hinbekomme. Herbst 19:30 Uhr. Muss ich eigentlich den Schwierigkeitsgrad einstellen? Nö, gibt's nicht. Gibt's nur einen, ne? So. Jetzt pass gut auf! Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es aus mit uns. Und damit einige auf dich. Also, nochmal. Wir halten uns jetzt immer links. Ich will nicht sterben! Weg da, weg da, weg da! Tut mir leid. Erledigt. Was? Gib Gas, sonst sind wir dran. Ich geb doch schon Gas. Du komischer Kauz. Oh. Gib Gas, da ist eine Unterwäsche. Pass auf, wo du hinfährst. Nein! Okay, es geht wieder. Alles geplant. Alter Schwede. Also, ganz ehrlich, ich werde bestimmt, so werde ich bestimmt nicht in die Mafia reinkommen. Naja. War ja schon ein toller Start. Bitte, wir haben es geschafft. Echt? Gute Arbeit, Bruder. Jetzt bring uns zu Salieri's Bar. Ich zeig dir den Weg. Gott sei Dank. Ja, war doch easy, liebe Freunde. Okay, die erste Folge hat schon Überlänge, ich verspreche es ja. Eigentlich wollte ich nur ein Intro aufnehmen, aber wir sind sofort ins Geschehen reingekommen. Also es ist unheimlich geil. Ohne großes Plemplem hier sind wir direkt mitten im Geschehen. Das gefällt mir. Auch wenn ich ein bisschen überrascht war und naja. Au! Ja. Mich erst an die Technik hier gewöhnen muss. Also zu Salieri's Bar sollen wir fahren mit den Gangstern im Gepäck. Na wunderbar. Oh oh. Ich glaube, wir sollten mal hier die Geschwindigkeitsbegrenzung anmachen. Da seht ihr jetzt die 40 an der Seite. Also zum Spielgeschehen. Wir haben oben rechts eine Uhr, die uns sagt, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich weiß, das war knapp. Dann haben wir oben rechts ein Radar, ein Kompass, der uns sagt, wohin wir fahren müssen. Und wir haben ein Radar, was uns anzeigt, was für Autos uns entgegenkommen. Blaue Autos sind ganz gefährlich, weil das ist die Polente, die uns manchmal stoppt, aus dem Verkehr zieht, whatever. Und ja, diese sollten wir natürlich meiden, ganz klar. Wie im richtigen Leben einfach die Polizei meiden, dann hast du keine Probleme. Solange du nicht mit denen in Konflikt, in Kontakt kommst. So, jetzt haben wir ja keinen Stress mehr, jetzt können wir hier ganz gemütlich fahren. Wir haben zwar eine Zeit am Laufen, die allerdings ein bisschen für uns tickt, denn ich denke mal, das werden wir schaffen. Ich habe mir noch ein bisschen rumgefahren vorhin, habe mir die Gegend mal angeguckt. Ich werde mir auf jeden Fall immer noch ein bisschen verfahren. Grün, perfekt. Aber das macht nichts. Solange es immer noch. Aber das in Zeit ist. So, alt! Jetzt habe ich schon wieder auf die Karte geguckt. Also, wenn ich auf die Karte gucke, dann habe ich das manchmal den Eindruck, dass ich dann den Rest des Spiels gar nicht so sehe. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also, ihr klickt die Karte und dann sieht man es ganz schlecht, was hinten passiert. Aber soll auch wieder keine Ausrede sein. Ich versuche nur ein bisschen mich zu rechtfertigen, dass ich eigentlich ein Noob bin. So. Wo willst du denn hin? Ja, was denn? Jetzt fahre ich hier rechts hoch. Und dann kommen wir an, mein Freund. So. Ja. Nö, ich fahre doch richtig. Little Italy natürlich fahren wir jetzt. Straße gesprenkelt und im Hintergrund sehen wir, wie die Stadt sich langsam aufbaut. Also die Häuser einfach gleich aufploppen werden. Ich glaube, das können wir gleich mal sehen. Das ist halt bei alten Spielen leider so. Das war früher so. Seht ihr das? Da hinten baut sich das gerade auf. Wow. Aber macht nichts. Es ist alles in Ordnung. So, die nächste fahren wir hier rechts rein. Also ganz ehrlich, mit weniger Stress im Gepäck fährt es sich sehr angenehm. So, jetzt haben wir gleich Little Italy.
Tral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